Chinesische Aktien sind günstig. Das weiß man, das hört man auch immer wieder. Aber für die meisten Anleger ist die Sache immer so ein bisschen wischiwaschi und sie sagen zu Recht, naja, ist ja schön und gut. Aber welche China-Aktien konkret sind denn jetzt so günstig? Weil Alibaba oder Tencent, die sind es ja offensichtlich nicht. Und darum machen wir uns heute den Spaß und schauen uns mal ein paar China-Aktien an, die wirklich extrem günstig bewertet sind. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Chinesische Aktien sind günstig bewertet zurzeit. Das ist auch kein Wunder. Wir haben ja den Handelskonflikt Chinas mit den USA zum Beispiel. Wir haben auch einen Konjunkturabschwung weltweit und auch in China natürlich. Nicht in allen Bereichen in China, aber in vielen Bereichen. Das sind alles Dinge, die schrecken Anleger ab. Und dafür sind die Bewertungen bei chinesischen Aktien aber niedrig. Jetzt nicht unbedingt bei den Technologieriesen, die ich genannt habe, also bei Alibaba oder Tencent, aber der breite Markt von chinesischen Aktien, also beispielsweise der HSCI in Hongkong, China-Aktien, die in Hongkong gelistet sind, das ist günstig bewertet. Da haben wir jetzt nur noch ein Durchschnitts-KGV zum Beispiel von 8 und das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis, das liegt auch nur bei 1,1. Das heißt, im internationalen Vergleich ist das ein relativ günstig bewerteter Markt. Aber wir stellen uns jetzt mal auf den Standpunkt, dass uns das nicht reicht, diese günstigen Bewertungen, sondern wir wollen jetzt mal die ganz billigen Aktien sehen aus China und solche Schnäppchen, die gibt es natürlich auch. Und da schauen wir uns heute mal ein paar an. Ich muss aber vorausschicken, erstens mal niedrige Bewertungen, das heißt natürlich nicht, dass eine Aktie automatisch toll ist und dass sie dann bald steigen wird. Man darf, was Bewertungen betrifft, auch nicht naiv sein. Man kriegt an der Börse ja normalerweise nichts geschenkt und bei chinesischen Aktien ist es auch nicht viel anders. Als zum Beispiel die chinesischen Großbanken, da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht neulich, da erinnern Sie sich vielleicht, die sind auch sehr günstig bewertet. Wir haben da auch sehr hohe Dividendenrenditen, aber die China-Bankaktien, die haben natürlich auch ihre Schattenseiten, wie Sie gehört haben. Und so ist es oft bei günstig bewerteten Aktien, die haben dann eben auch ihre kleinen oder größeren Tücken. Ich finde die Aktien, die ich vorstellen werde, trotzdem interessant. Ich werde das auch jeweils begründen im Einzelnen, aber wie immer, das sind hier trotzdem keine Kaufempfehlungen, sondern sehen Sie das Ganze einfach als Information für Sie. Und außerdem machen wir es auch wieder wie folgt. Ich will Ihnen insgesamt 6 Aktien vorstellen, aber damit wir jetzt auch ein bisschen Zeit haben für jede einzelne Aktie, damit wir da nicht im Schweinsgalopp durchrennen müssen, stelle ich jetzt mal im Video 3 Aktien vor. Und die nächsten 3 Aktien, die kommen dann nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Den Report kriegen viele von Ihnen schon, aber wer ihn noch nicht hat, die Zukunftsmärkte-Reports, die kommen auch von uns und die sind auch gratis. Und wenn Sie die haben wollen, dann gehen Sie einfach auf www.zukunfts-märkte.de, tragen sich da einmal ein und dann kommen die Reports immer ganz automatisch. Und nächste Woche kommen Sie eben mit den 3 weiteren günstigen China-Aktien, die wir heute nicht schaffen im Video. Aber fangen wir mal an. Also, erste Aktie von diesen günstigen China-Aktien, Dongfeng Motor Group. Dongfeng Motor, das ist der zweitgrößte Autokonzern in China oder der drittgrößte, das schwankt ja auch immer ein bisschen hin und her. Es ist also ein sehr großer Konzern und bei uns aber trotzdem nicht besonders bekannt. Also die meisten hier, die denken bei Autobauern aus China immer an Geely oder an BYD. Dongfeng Motor ist aber deutlich größer. Mutterkonzern ist staatlich. Dongfeng hat ein paar eigene Automarken. Was aber noch wichtiger ist, Dongfeng ist in China der Partner von Nissan, von Honda und von Peugeot. Und dann gibt es noch ein Venture mit Renault, das ist aber sehr klein. Das ist der Chart. Die Aktie 5 Jahre in Hongkong-Dollar. Ist nicht so berühmt. Und gerade die letzten 2 Jahre, da war die Kursentwicklung auch wieder relativ schwach.
Was ist der Grund? Dongfeng ist natürlich ein Autobauer, es ist ein breit aufgestellter Massenhersteller. Das heißt, Dongfeng ist eben auch von der Autokonjunktur besonders stark abhängig. Und da läuft es nicht besonders, weltweit nicht und in China ist es besonders schlecht. China ist der größte Automarkt der Welt nach wie vor, aber in China war 2018 der Autoabsatz schon rückläufig und dann 2019, jetzt im ersten Halbjahr, da ist der Umsatz in China sogar um 13% geschrumpft, also ein ganz starker Rückgang. Und sowas trifft natürlich auch einen Hersteller wie Dongfeng. Im Gegenzug ist die Aktie billig, selbstverständlich. KGV liegt bei 4,1, also nicht auf den Gewinn vom letzten Jahr, sondern auf der, der für dieses Jahr erwartet wird. Dann notiert die Aktie 60% unterm Buchwert und wir haben eine Dividendenrendite von ungefähr 6%. Kann nächstes Jahr ein bisschen niedriger sein, je nachdem, wie es dann eben läuft, aber 6%, das ist so ungefähr die Marktprognose. Was könnte jetzt außerdem für die Aktie sprechen, außer dass sie günstig ist? Im ersten Halbjahr, das ja sehr schwierig ist, da war bei Dongfeng konkret die Situation so: Der Gesamtabsatz ist um 9% gefallen, der PKW-Absatz um 11%. Das ist ungefähr marktkonform. Wobei wir im Juli die Situation gehabt haben, in den ersten 3 Wochen, da ist bei Dongfeng der Absatz plötzlich um 14% gestiegen, der Gesamtmarkt ist aber weiter geschrumpft, was schon mal ein positives Zeichen wäre. Interessant sind außerdem die Unterbereiche, also die verschiedensten Ventures. Schauen wir uns das Wichtigste mal an, das mit Nissan. Die Ventures mit Nissan, das sind mehrere. Da war der Absatzrückgang im ersten Halbjahr nur bei 1,7%. Das heißt, Dongfeng Nissan hat sich deutlich besser entwickelt als der Markt. Dann Honda, der zweitwichtigste Partner, da ist der Absatz sogar gestiegen im ersten Halbjahr und zwar um 13%. Also deutlich mehr Autos verkauft, völlig gegen den Trend. Und das heißt, 2 von den 3 großen Partnerschaften, die Dongfeng hat, die haben eigentlich erfolgreich dieser Krise getrotzt. Das Problem ist Peugeot. Da in dem Venture ist der Absatz um 60% eingebrochen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Also die große Baustelle ist das Venture mit Peugeot, kann man festhalten. Das muss Dongfeng irgendwie schaffen, dass man das irgendwie stabilisiert oder gesund schrumpft. Da ist schon einiges passiert. Wenn sie das schaffen, dann steht Dongfeng meiner Meinung nach wirklich gut da. Peugeot ist das Hauptproblem. Auf der anderen Seite dieses Bündnis Dongfeng-Peugeot, das ist sehr eng. Dongfeng hat nämlich auch Anteile an Peugeot und zwar 12,2%. Und das ist interessant, wenn es um die Bewertung geht. Der Börsenwert von Dongfeng Motor ist umgerechnet so 6,6 Milliarden Euro. Wir haben aber schon mal den Anteil an Peugeot, allein der ist schon 2,2 Milliarden Euro wert momentan. Der Anteil an Peugeot deckt also schon mal ein Drittel vom Börsenwert ab. Dann haben wir ein hohes Nettoumlaufvermögen, das ist bei 1,7 Milliarden Euro, wobei man jetzt sagen muss, der Peugeot-Anteil ist konsolidiert, also wir können die beiden Sachen jetzt nicht einfach addieren, aber trotzdem, wir haben diesen Peugeot-Anteil, wir haben ein hohes Nettoumlaufvermögen. Wenn man das alles mal berücksichtigt, dann ist Dongfeng an der Börse bewertet jetzt vielleicht noch mit 3,5 Milliarden Euro so über den Daumen gepeilt. Und für diese 3,5 Milliarden Euro kriegen sie aber einen der größten Autokonzerne Chinas im größten Automarkt der Welt. Ein Konzern, der auch durchgehend profitabel war die letzten Jahre, der letztes Jahr einen Gewinn gemacht hat von 1,6, vorletztes von 1,8 Milliarden Euro. Und da würde ich schon sagen, bei aller Vorsicht, was es auch den chinesischen Automarkt betrifft, was den Autosektor an sich auch betrifft, der ja vor Herausforderungen steht natürlich, also alles ganz klar, aber ich glaube schon, bei der Bewertung und in der Konstellation ist Dongfeng Motor trotzdem eine Aktie, die nicht ganz uninteressant ist. Wird jetzt wahrscheinlich nicht durch die Decke gehen nächste Woche, aber bei dem Kurs, den wir momentan haben, da kriegt man auf jeden Fall was für sein Geld als Anleger. Nächste Aktie, China Oriental, ist bei uns
fast unbekannt, ist so unbekannt, dass mein Chartprogramm sie noch nicht mal hat. Und ich habe deshalb hier den Chart genommen von der Webseite der Börse Hongkong. China Oriental ist auch handelbar in Frankfurt, aber das ist jetzt hier mal der Chart auch in Hongkong-Dollar und zwar auf 2 Jahre. Und was wir hier auch gleich sehen, gerade die letzten Monate nochmal, da ist die Aktie wirklich ungespitzt in Erdboden gerammt worden. Also sie steht wirklich momentan unter Druck. China Oriental ist ein Stahlkonzern und Stahlaktien sind ja mit das Schlechteste, was man in letzter Zeit haben konnte. Also gleich nach Autoaktien natürlich. Wir haben auch im Stahlsektor den globalen Abschwung, unter dem man da leidet. Wir haben Überkapazitäten weltweit, Preiskampf ist hart und trotzdem die Eisenerzpreise, Eisenerz braucht man ja für Stahl, die sind trotzdem gestiegen wegen diesem Dammbruch in Brasilien und das drückt jetzt alles noch zusätzlich auf die Margen. Und auch China Oriental kann sich dem nicht entziehen. Dementsprechend gab es letzte Woche auch eine Gewinnwarnung, was jetzt auch nicht unbedingt überraschend kommt. Und der Markt ist auch fürs laufende Jahr relativ skeptisch. Also der Markt geht davon aus momentan, dass der Gewinn jetzt auch 2009 zurückgehen wird bei China Oriental um 37%. Und das ist sicherlich auch nicht abwegig. Aber die Aktie ist so stark gefallen, dass sie jetzt nur noch ein KGV hat von 3,5 und zwar auf diesen Gewinn von 2019, der ja schon deutlich unter dem Gewinn von 2018 liegen soll, also KGV von unter 4. Dann haben wir ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,6, also auch hier ist es 40% Abschlag auf die Substanz, das ist schon ein Wort. Und was noch dazu kommt, China Oriental ist schuldenfrei, also das Umlaufvermögen sind höher als die Schulden, was auch nicht selbstverständlich ist im Stahlsektor allgemein und im chinesischen Stahlsektor sowieso, dass man da schuldenfrei ist. Der chinesische Stahlsektor ist schon überdimensioniert, marode auch teilweise. Da sind viele Staatskonzerne, die werden da auch noch künstlich am Leben gehalten. Das ist bei China Oriental aber anders. China Oriental ist ein effizienter Stahlproduzent, ein kostengünstiger und ein finanziell solider Stahlproduzent. Wir sind natürlich immer noch in China mit der Aktie, das heißt, wir haben Überkapazitäten, schwache Autokonjunktur, Immobiliensektor ist so, naja, aber was jetzt zum Beispiel durchaus möglich wäre in China, dass wir da neue Infrastrukturprogramme kriegen, weil das Wachstum ja zurückgeht und weil man das wieder ankurbeln will, das ist zum Beispiel was, davon würde speziell der Stahlsektor sehr profitieren und was außerdem auch noch kommen kann, mittelfristig oder was eigentlich kommen muss, dass China seinen Stahlsektor jetzt mal gesund schrumpft, endlich, dass da die Überkapazitäten weggenommen werden. Und das hat auch teilweise schon angefangen und auch China hat ja durchaus ein Interesse daran, dass die Staatskonzerne gesünder werden und dass der Stahlsektor auch gesünder wird. Und so eine Konsolidierung, wenn die kommt, da wäre China Oriental mit Sicherheit einer der großen Profiteure davon. Das ist vielleicht mal so eine Mittelfristperspektive. Kann dauern, aber es ist nicht abwegig. Ich verstehe natürlich jeden, der momentan trotzdem sagt, das ist eine Stahlaktie und wir sind im Abschwung. Das fasse ich nicht an. Die Aktie fällt ja auch sowieso, also ist fast schon fallendes Messer, zumindest momentan. Aber ich glaube auch bei der Bewertung und bei der Qualität, die wir da haben, die das Unternehmen hat, da ist es zumindest eine Aktie, wenn man sie schon nicht kaufen will, nachvollziehbarerweise, aber man sollte sie zumindest im Auge haben, weil es kommt vielleicht ein Zeitpunkt, wo die doch ganz interessant wird. Und jetzt noch die dritte Aktie, Hengeli Holdings. Da geht es jetzt nicht um niedriges KGV, sondern da geht es um den Cashbestand, also das Bargeld in der Kasse. Hengeli ist ein Einzelhändler, spezialisiert auf Luxusuhren, auf das hohe Preissegment. Der größte Aktionär ist eine chinesische Gruppe. Es sind aber auch Uhrenproduzenten aus Europa daran beteiligt. Also zum Beispiel die Swatch Group und Louis Vuitton. Die haben sich dann natürlich mal eingekauft, weil Hengeli ja Umsatz bringt im asiatischen Raum.
Das ist der Chart in Hongkong-Dollar wieder auf 5 Jahre. Diesmal wieder ein ganz normaler Chart. Ist natürlich auch unbefriedigend, die Kursentwicklung. Für Luxusuhren ist China der größte Markt nach wie vor, aber es hat sich da trotzdem auch einiges verändert. Das ist heute nicht mehr so, dass jeder reiche Chinese jetzt 5 Uhren braucht im Jahr. Also die Prioritäten haben sich da auch in China verschoben. Das Geschäft ist nicht tot deswegen, aber wir haben jetzt nicht mehr das Uhrenwachstum wie vor 10 Jahren. Es liegt aber auch nicht nur am Markt jetzt, dass die Aktie so gefallen ist. Also zum Beispiel dieser Kursrutsch 2017, das kommt daher, dass das gesamte China-Geschäft abgespalten worden ist damals und der Erlös davon ist ausgeschüttet worden. Die Altaktionäre haben da so eine große Sonderdividende bekommen, deswegen auch der Kursabschlag. Für uns ist das aber nicht mehr relevant. Hengdeli heute, das ist ohne China-Geschäft jetzt, das sind nur noch die Filialen in Hongkong, in Macau, in Taiwan und das sind so ungefähr 70 Niederlassungen. Was schon auffällt, 2019 war die Kursentwicklung dann wieder relativ stabil und die Aktie steigt jetzt auch wieder. Und zwar gegen den Markttrend auch teilweise und wir sind momentan sogar auf einem Jahreshoch wieder. Obwohl es im Hongkonger Einzelhandel nicht besonders gut läuft. Zum Beispiel wegen der Proteste, die wir haben. Also im Juni ist der Einzelhandelsumsatz in Hongkong allgemein um 6,7% geschrumpft. Trotzdem, die Aktie steigt und warum das so ist, das sieht man, wenn man in die Bilanz schaut. Börsenwert 2,1 Milliarden Hongkong-Dollar, Schulden 523 Milliarden Hongkong-Dollar, beides Ende 2018. Es gab aber gleichzeitig 1,7 Milliarden Hongkong-Dollar an Barmitteln und zusätzlich 700 Milliarden Dollar Bankguthaben. Das heißt, wir haben 1,9 Milliarden Hongkong-Dollar Netto-Cash bei einem Börsenwert von 2,1 Milliarden. Und damit sind 90% vom Börsenwert abgedeckt schon mal rein durch Barmittel. Und was dann aber noch oben drauf kommt, Inventar zum Beispiel 1,5 Milliarden Hongkong-Dollar. Dann Forderungen 350 Millionen Hongkong-Dollar nochmal. Und wenn man dann nochmal was oben drauf schlagen will, dann kann man zum Beispiel diese ganzen Posten Immobilien, Maschinen, Ausrüstung nehmen. Das wären dann auch nochmal 650 Millionen Hongkong-Dollar oben drauf. Und das operative Geschäft, das kann man sagen, das gibt es dann umsonst auch noch dazu. Und so eine Unterbewertung relativ zu den Werten, die man jetzt in der Bilanz stehen hat, das ist natürlich sehr selten. Das gibt es auch bei China-Aktien nur ganz selten. Ich habe die Aktie übrigens im Emerging Markets Trader schon vor einem Jahr vorgestellt und damals war es sogar noch so, dass der Börsenwert unter dem Netto-Cash war. Was kann uns jetzt passieren mit der Aktie? Es kann natürlich sein, dass es schlecht gelaufen ist im operativen Geschäft, dass wir vielleicht sogar Verlust gemacht haben im ersten Halbjahr. Verlust wäre natürlich schlecht, weil das greift die Substanz ja an. 2018 war Hengdeli übrigens noch profitabel, aber man muss sich das anschauen. Halbjahresbericht kommt jetzt Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche. Aber grundsätzlich, also was auch immer da passiert und die Zeiten sind schwierig, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir hier auch einen gewissen Puffer haben durch die Substanz, dass die Aktie dadurch auch einiges wegstecken dürfte, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Also für Value-Anleger, Hengdeli Holdings mit Sicherheit eine Aktie, die ganz interessant ist auch. Und damit sind wir jetzt eigentlich durch mit unseren drei Aktien. Nächste Woche geht es hier schon wieder um eine China-Aktie, die auch sehr günstig bewertet ist, nämlich um Fosun. Fosun haben wir hier auch schon mal behandelt. Das ist die Beteiligungsgesellschaft von Guo Guangchang, also von Chinas Warren Buffett, wie er immer gern genannt wird. Der greift jetzt nach Thomas Cook, diesem britischen Tourismuskonzern. Und da stellen wir uns die Frage, was könnte da denn dahinter stecken? Fosun kauft jetzt nämlich gerade ein Touristikunternehmen nach dem anderen auf. Also dieses Thema auch nicht verpassen, am besten Kanal abonnieren und wenn Sie sich den Kanal abonnieren, dann auch immer die Glocke drücken, dann kriegen Sie direkt nämlich gemeldet, wann sind die Beiträge da und welche Beiträge sind da. Also was ja auch ein Vorteil ist.
Und die anderen drei sehr günstigen China-Aktien, die wir heute nicht geschafft haben, wie gesagt, nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Also nicht vergessen, dass Sie sich da auch noch anmelden, falls noch nicht geschehen. Und der Link zur Anmeldung, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also es gibt wieder jede Menge Stoff für Sie und wir sehen uns nächste Woche spätestens, wenn Sie das wollen. Bis dahin Ihnen natürlich alles Gute und wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.